Ja, ich grüße euch alle auch ganz herzlich und es ist so schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen, dass wir miteinander auch dieses Ereignis so erleben dürfen. Ja, weiße Weihnachten erleben. Wäre das nicht wunderbar? Weiße Weihnachten, das ist doch ein Traum. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Advent in den Wettervorhersagen gesehen habe, oh, es könnte, dieser Advent könnte weiß werden. Oh, das könnte klappen mit weiße Weihnachten. Ja, weiße Weihnachten, für viele ist das so ein wirklicher Traum. Aber vielen geht es mit Weihnachten per se so. Es scheint schlichtweg unrealistisch. Weihnachten scheint zu gut, um wahr zu sein. So wie diese schöne Schneelandschaft, die so unberührt daliegt, sie scheint so zerbrechlich, so vergänglich. Kaum, dass einer einen Fuß in die Schneelandschaft tut, dann ist sie schon vorbei in ihrer Unberührtheit. So zerbrechlich wie eine Seifenblase. So einzigartig scheint auch dieser Moment von weiße Weihnachten, von einem Moment, der einfach unbeschwert ist, der einfach herrlich ist, der wunderbar ist. Und selbst wenn wir uns diese Schneelandschaft anschauen, die ist real. Und Weihnachten ist wirklich real. Und auch die Wahrheit ist, weiße Weihnachten ist wirklich möglich. Zumindest das, was wir uns davon ersehnen, wo wir uns wünschen, nämlich genau, dass dieser Moment geschieht, dass der Himmel die Erde berührt. Und wisst ihr, das haben wir heute Morgen schon miteinander erleben dürfen. Und das darfst auch du zu Hause erleben, dass genau an diesem Moment der Himmel sich öffnet und die Erde berührt. Weiße Weihnachten ist wirklich möglich. Gott ist so viel besser, als wir uns vorstellen können. Gott ist so viel besser, als unsere Vorstellungskraft ausreicht. Er ist der wirklich, der alle gute Gaben geben möchte. Und das ist etwas Wunderbares. Wir dagegen, wir sind häufig viel schlechter, als wir uns vorstellen können. Und das lernt man eigentlich immer wieder. Manchmal sogar in der Schule, wenn man so auf eine Klassenarbeit hinlernt oder im Studium auf eine Klausur, dann denkt man sich, müsste alles klappen. Alles angeschaut, wenigstens mal mit dem Finger über die Zeilen geglitten. Sollte kein Problem sein. Und dann kommt man in die Situation und dann sind da Fragen, die hätte man sich im Traum nicht auszumalen gewagt. Und wir machen die Erfahrung, es ist nicht so gut, wie wir angenommen haben. Und das ist im Leben manchmal ganz genauso. Wir halten uns für ganz okay. Wir denken, ich bin schon gut genug. Für mich braucht kein Retter kommen. Ich bin doch gut genug, das reicht doch alles. Und dann tauchen im Leben Momente auf, die wir nie für möglich gehalten hätten. Dunkle Momente, Momente der Enttäuschung, unerwartete Verletzungen, Ungerechtigkeit, Versagen. Ja, und dann kommt Weihnachten. Eine Zeit für viele, das Fest der Liebe, der Familie, der Freude, auch der Versöhnung und der Vergebung. Und doch sind um dieses Weihnachten herum so viele Figuren, die doch den Anschein erwecken, das ist doch alles nur ein Schein. Das ist doch alles gar nicht wirklich real. Glaubst du noch an den Weihnachtsmann? Das ist doch so eine geflügelte Redewendung, oder? Du glaubst wohl noch an den Weihnachtsmann, ist sogar ein Vorwurf. Eine Unterstellung. Und ja, das ist so eine Sache. Aber so wisst ihr, so wenig wie ich an den Weihnachtsmann glaube, der mit Rudolf, seinem Rentier, seinem neunten, jüngsten, mit der roten Nase leuchtenden Rentier, den Schlitten durch die Gegend zieht und das Rentiergespann anführt, genauso wenig glauben manche Menschen, dass wirklich ein Kind, das in einer Krippe geboren oder in die Krippe gelegt wurde, nachdem es geboren wurde, wirklich die Hoffnung für eine Verlorenheit dieser Menschheit darstellt. So wenig wie ich an diesen Weihnachtsmann glaube, so wenig können Sie sich vorstellen, dass Weihnachten wirklich wahr ist. Und da kann man sich schon die Frage stellen, warum sollte ich an diese Geschichte glauben? Was ist denn der Unterschied zwischen diesem Märchen, das einst Robert Louis May 1939 als Bilderbuch verfasst hat,
Und was wir in der Bibel wiederfinden, im Evangelium, was ist denn da der Unterschied, als einst der Engel sprach, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ein Heiland geboren. Wisst ihr, griechisch heißt dieses Wort Soter. Und jetzt muss ich mal nach den Kindern schauen. Viele kennen das Spiel Solitär. Kennt jemand das Spiel Solitär? Mal winken. Manche kennen das, ja. Viele kennen das. Es ist eines der beliebtesten Spiele als Einzelspiel. Gibt es als Brettspiel, viele Varianten. Ist nur ein klein wenig anders. Soter, Solitär. Aber heute geht's um den Soter. Christus, der Heiland, ist geboren. Naja, jetzt haben wir über den Heiland gesprochen, über Soter. Wenn wir über Christus sprechen, dann reden wir nicht von einem Nachnamen. Jesus Christus, Thomas Inhoff oder viele andere, die wir so bei Vor- und Zunamen rufen. Aber nein, das ist eine Beschreibung. Und das heißt nichts anderes wie der Gesalbte, der Bevollmächtigte, der Autorisierte. Und spannend ist es, als Jesus als Kind geboren wurde, kamen die Weisen mit dem Bewusstsein, ein König ist geboren. Ein König, ein bevollmächtigter Retter ist geboren. Und das ist schon eine spannende Aussage. Und da kann man sich auch fragen, wer glaubt denn sowas? Wisst ihr, ich kann mich so gut an einen Weihnachtsabend erinnern, oder war es ein Adventstag? Auf jeden Fall, es war Winterzeit. Und ich schaute damals so gedankenverloren aus dem Fenster. Und irgendwie haben wir Schnee erwartet, aber alles war nass draußen. Der Regen hatte die Straße nass und die Gräser nass gemacht und die Pfützen lagen da noch. Und wisst ihr, plötzlich begann es tatsächlich zu schneien und ich schaute so raus und ich erinnere mich, wie ich dabei dachte, wie kann nur eine so zerbrechliche Schneeflocke auf einem nassen Untergrund liegen bleiben? Das ist doch unmöglich, das ist doch vollkommen unrealistisch. Und man sah zu, wie diese Schneeflocken da runterkamen. Und sie auf den Boden kam und eine Schneeflocke nach der anderen zerschmolz. Und natürlich, sie vergehen. Aber plötzlich sah man, wie die Flocken größer wurden. Und während die eine Flocke so auf den Boden kam, kam die zweite oben auf. Und plötzlich bildete sich tatsächlich ein weißer Film. Erst auf der Straße, dann wurde der immer dichter, dann auch bis hin zu den Pfützen. Und die Pfützen, die wurden immer kleiner, so vom Rand her bildete sich eine Schneedecke, bis auch die Pfützen überdeckt waren. Und ich kann mich so gut an diesen Moment erinnern. Und wisst ihr, genau so ist es auch an Weihnachten. Was zunächst vollkommen unvorstellbar erschien, das ist erfahrbar. Liebe hat wirklich den Hass überwunden. Liebe ist stärker als der Tod. Dort, wo das Versagen der Menschen überhand genommen hat, dort ist Gottes Zuwendung, ja, seine Gnade wirklich größer und hat Rettung gebracht. Das Kind in der Krippe war nicht deswegen besonders, weil es ein goldener Knabe mit lockigem Haar war, sondern weil Gott selbst in menschlicher Gestalt, ja, wie einst eine Schneeflocke so die Erde berührt hat, dass die Liebe, ja, die Erde berührt hat und die Liebe gezeigt wurde inmitten von Ablehnung und von Verachtung. Er, der den Himmel verlassen hat, er hat uns mit himmlischer Liebe berührt. Und das hat er nicht nur irgendwie getan, indem er ein wenig freundlich war. Nein, er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat für die gebetet, die gesündigt haben. Er betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat das Böse vollständig überwunden. So beginnt Johannes seinen Bericht über diesen Retter und er schreibt, es war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Er war in der Welt. Es war in der Welt und die Welt ist auch durch dasselbe gemacht, aber die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum.
Die Seinen, sie nahmen ihn nicht auf. Aber wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und dann schreibt er weiter, und von seiner Gnade, von seiner Fülle, da haben wir genommen Gnade um Gnade. Und wisst ihr, das erinnert mich an diese Schneeflocke. Schneeflocke um Schneeflocke, Gnade um Gnade, berührt uns Menschen. Und jeder, der ihn annimmt, der hat ein Recht, Kind Gottes zu sein. Er erfährt Gottes Zuwendung. Und wisst ihr, wenn so eine Schneeflocke auf eine andere kommt, verbinden sie sich. Es entsteht eine neue Struktur. Anders als Robert Louis May hat Gott seine Geschichte mit den Menschen weitergeschrieben. Wir können Teil dieser Geschichte werden. Und wir können diese Zuwendung in Anspruch nehmen. Und es ist kaum vorstellbar, aber erfahrbar. Es ist erfahrbar, dass Gottes wunderbare Geschichte, dass seine Gnade ist wie eine Schneeflocke, die so harmlos, zerbrechlich und unscheinbar wirkt. Es aber niemals ist, sondern unverwüstlich ist und imstande ist, alles Böse zu überwinden. Ja, wir können Teil dieser Geschichte werden. Und wir können auch diese Geschichte immer wieder weiter erzählen und sie immer wieder neu erzählen. Und das dürfen wir heute tun. Wir dürfen uns ganz neu von der Gnade Gottes berühren lassen. Ja, lass seine Gunst dein Leben berühren und eine neue Struktur hervorbringen. Lass Liebe und Zuwendung deine Lebensstruktur berühren und verändern. Ja, und mach dich sogar auf, aus dieser Fülle Gnade um Gnade zu ergreifen. Wir müssen nicht warten, bis uns zufällig eine Schneeflocke, eine Gunst Gottes aus dem Himmel berührt, sondern wir dürfen uns auf den Weg machen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und er öffnet uns einen Weg in die himmlische Gegenwart. Wie wäre das, wenn dein Leben, dein Handeln diese himmlische Freude, die die Engel verkündet haben, in sich tragen würde? Wenn himmlischer Friede, Mut, Kühnheit, Geduld, Sanftmut und Genügsamkeit, Selbstbeherrschung uns so völlig durchdringen würde und unser Wesen prägen würde? Dazu ist Gottes erstaunliche Gnade imstande.